Hallo, ich habe es angedeutet. Ich finde den Wahl-O-Maten prima, weil er ein paar Themen anspricht, die ich jetzt gerne mit euch besprechen möchte. Ich habe mir gedacht, vielleicht mache ich sogar Thesen. Fangen wir mit der ersten These einfach an. Es soll ein gesetzlicher, flächendeckender Mindestlohn eingeführt werden. So, da müssen wir jetzt wissen, haben wir ganz viel Propagandasprache drin. Flächendeckender Mindestlohn. Ein Propagandabegriff. Was bedeutet Mindestlohn? Mindestlohn hat die Konnotation sozial, links. Was heißt Konnotation? Konnotation bedeutet, wenn ich den Begriff Blondine höre, denke ich an blöd und attraktiv. Und wenn dann Blondine an meine Tür klingelt, steht dort Cindy aus Marzahn. Das ist Konnotation. Es ist einfach eine Art, wie Begriffe mit Eigenschaften verbunden werden, um einen gewissen Effekt zu erzielen. Es muss nicht immer stimmen, oft ist das eine rhetorische Spielerei. So, dann soll dieser Mindestlohn nein. Dann soll dieser Mindestlohn flächendeckend sein. Flächendeckend, Konnotation, egalitär, schon wieder links. Egalitär bedeutet übrigens, alle sind gleich. Wer ein Stichwort braucht, sozialistische Gleichmacherei. Allerdings, unter unseren heutigen Bedingungen entspricht der Mindestlohn der Forderung nach einem Lohnabstandsgesetz. Lohnabstandsgesetz ist nun ein ganz anderes Wort. Womit wird das Lohnabstandsgesetz konnotiert? Was ist die Konnotation für Lohnabstandsgesetz? Liberal. Was ist die Konnotation für einen bedingungslosen Mindestlohn im Sinne des Lohnabstandsgesetzes? Ökonomisch rational, wieder liberal. Wir sehen also, im Grunde geht es um dieselbe Sache. Man hat zwei Begriffe und dann fühlen die Leute sich durch ihre Gefühle, ob sie sich eher in der linken oder in der liberalen Ecke sehen, haben sie damit gewisse Emotionen und wollen lieber das eine oder das andere vertreten. Ich möchte euch jetzt natürlich noch darlegen, dass das stimmt, dass mit Mindestlohn das gleiche gemeint ist wie mit Lohnabstandsgesetz, weil wenn das nicht stimmen würde, hätte ich euch ja die ganze Zeit Blödsinn erzählt. Also, was ist denn ein Mindestlohn? Zunächst einmal müssen wir sagen, wir haben ein Sozialsystem, wir haben Arbeitslosengeld, das gezahlt wird. Wird heute Hartz IV genannt. Da kann man als Liberaler ja von mir aus denken oder hoffen, dass das irgendwann abgeschafft wird. Aber zunächst einmal nach unserem heutigen Erkenntnisstand wissen wir nicht, wie so etwas möglich sein soll. Klingt das doch eher utopisch? Die Hoffnung können wir natürlich haben. Wenn wir also Hartz IV haben, wenn wir Arbeitslosengeld zahlen, was heißt dann für die Leute, die arbeiten? Ja, sie haben unter Umständen weniger Geld in der Tasche, wenn der Stundenlohn zu gering ist. Was sollte der Staat jetzt also tun, damit das nicht passiert? Einen Mindestlohn einführen. Zack. Ja, ganz klare Sache. Mindestlohn einführen. Ist die Lösung, die am marktwirtschaftlichsten sinnvollsten ist, die auch am liberalsten ist. So, was bedeutet ein flächendeckender Mindestlohn, wenn wir durch den Mindestlohn den Lohnabstand garantieren wollen? Wie macht der Mindestlohn dann nur Sinn, wenn er flächendeckend ist? Dann macht das nur Sinn, wenn wir einen flächendeckenden Satz haben, wenn wir flächendeckend das gleiche Arbeitslosengeld bezahlen. Zurzeit haben wir das nicht, also wäre ein flächendeckender Mindestlohn
natürlich unter Veränderung des Arbeitslosengeldes zur Einführung einer flächendeckend gleich hohen Arbeitslosensatz sogar noch für uns Liberale eine Verbesserung. Zurzeit ist es so, in Bayern bekommt man viel Hartz IV, weil dort die Löhne und die Lebenshaltungskosten hoch sind, und im Osten sind die Lebenshaltungskosten niedriger und die Löhne niedriger, also bekommt man einen geringeren Hartz IV-Satz als Arbeitsloser. So, wir sind liberal. Wollen wir den Luxus-Hartz IV-Empfänger in Bayern sein finanzieren als Steuerzahler? Nein, wollen wir nicht. Also, wenn er meint, die Lebenshaltungskosten sind in München hoch, soll er doch in den Osten umziehen. So sieht man das als Liberaler. Denn darum sind wir liberal und nicht konservativ. Die Konservativen sagen, oh, da hat er seine Familie und seine Freunde, da ist er aufgewachsen, das ist seine Heimat. Sehen wir alles nicht so. Also, er kann ruhig umziehen. Es ist nicht das Problem vom Steuerzahler, wenn er sich sein Leben in München nicht leisten kann. Wenn er es sich irgendwo anders in Deutschland leisten kann, hat der Steuerzahler doch alles getan, was er tun muss. Wir sind liberal, wir wollen, dass die Steuern möglichst niedrig sind. Also, wir wollen der Luxus-Hartz-IV-Empfänger in München. Punkt aus, basta. Wir sehen das so. Konservative sehen das anders, noch andere vielleicht noch anders, aber Liberale nicht. Fertig. Punkt, Ende aus. Darum, und solange ich davon ausgehe, natürlich, ich kann noch weiterhin dafür kämpfen, und das kann ich auch tun, dass das Arbeitslosengeld irgendwie verändert wird und ganz anders wird, aber solange das nicht passiert und solange ich davon ausgehen muss, sage ich, ja, ich bin Liberaler und ja, ich bin für ein Lohnabstandsgesetz. Arbeit soll sich lohnen und ja, natürlich, ich bin für einen flächendeckenden Mindestlohn. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich möchte mich nicht von diesem Propagandabegriff flächendeckender Mindestlohn ins Boxhorn jagen lassen und sagen, weil der jetzt die Konnotation linksextrem oder links hat, bin dagegen. Nein, so bin ich nicht, so will ich mir nicht auf der Nase herumtanzen lassen von irgendwelchen Sprachjongleuren. Ich habe eine Meinung, ich habe eine Überzeugung und ich trete für die Überzeugung ein und ich lasse mich nicht von Sprachspielereien meine Überzeugung kaputt machen. Solange wir Arbeitslosengeld haben, solange bin ich für den Mindestlohn. Punkt, Ende, aus.